Hallo, ich bin Ellie Jenyx und das ist der 26. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Ich freue mich, dass wir heute jetzt wieder bei unserer Werwolf-Familie sind, also bei Jana, bei Lilly und all ihren Kindern. Auf jeden Fall ist meine letzte Aufnahme schon eine Weile her, deshalb kann ich mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, was passiert ist. Ich glaube, den letzten Part haben wir hauptsächlich mit Raya verbracht. Also unsere kleine Coraya Yuna ist jetzt tatsächlich schon eine Teenagerin. Wir waren mit ihr gemeinsam an der Highschool und außerdem hat sie endlich einen Freund gefunden. Noch ist es nur ein Freund, aber ob zwischen den beiden mehr passieren wird, das werden wir auf jeden Fall sehen. In diesem Part feiern wir wieder Geburtstag und zwar werden unsere vier Babys tatsächlich schon zu Kleinkindern. Einige von euch haben es sicher schon mitbekommen, ich arbeite ja schon fleißig an der Challenge für die nächste Generation. Das wird ja eine Kombination aus Disney Legacy und Disney Villain Challenge. Also ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon offiziell in einem Video verkündet habe, aber dann verkünde ich euch das jetzt ganz offiziell. Es wird eine Kombination, also spielen wir sowohl mit einer Prinzessin als auch mit einem Bösewicht. Und damit auch ihr euch aktiv an der Vorbereitung beteiligen könnt, habe ich eine Shell Challenge gestartet. Ich blende dir das Video jetzt hier rechts oben ein. Die Gebäude der GewinnerInnen werde ich auf jeden Fall in der Welt der kommenden Challenge platzieren. Übrigens werden wir uns alle Shells ganz genau in einem Stream von mir auf Twitch gemeinsam ansehen und dort dann auch gemeinsam den Sieger oder die Siegerin küren. Also vergiss auch nicht, mir auf Twitch zu folgen. Aber jetzt starten wir auf jeden Fall endlich ins Let's Play hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Wie ihr seht, Iana ist gerade in Moonwood Mill, denn wir werden uns heute ja ein wenig um ihr Bestreben kümmern. Also müssen wir hier eine gute Werwolf-Botschafterin sein. Und außerdem haben wir eine Rudelbenachrichtigung bekommen, denn sie hat zu wenig Rudelbeteiligung gezeigt. Und wir müssen ja sowieso hier auch noch Alpha werden. Das heißt, wir werden uns jetzt ein wenig darum kümmern. Wir waren schon so lange nicht mehr hier, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe es auch nicht sonderlich vermisst. Gut, wo war denn nochmal schnell der Rudeltreffpunkt? Ich glaube hier, war der hier? Oh wow, ich habe alles vergessen. Ach, hier, in diesem Baum. Genau. Können wir ihnen was schenken? Nein, wir haben kein Essen, keine Ernte und keine Bücher. Ja, kein Problem. Können wir das einfach in unser Inventar packen? Nein, können wir nicht. Warum können wir keine Bücher klauen? Das ist wirklich schade. Aber ist nicht so schlimm. Jana ist immerhin ein Werwolf. Das heißt, wir werden jetzt einmal schnüffeln und dann werden wir im Boden wühlen und sicher etwas Kostbares finden, das wir dann dem Rudel schenken können. Und dann werden wir hier einmal wühlen. Oh, hier ist Rory, unsere Erzfeindin. Aber die werden wir jetzt mal in Ruhe lassen. Ich glaube nämlich, Jana hat auch ein bisschen Angst vor Rory, weil Rory ist doch sehr mächtig und hat sie ja damals auch im Kampf besiegt. Ja, wie das weitergeht, müssen wir uns natürlich auch noch überlegen. Dann werden wir hier einmal schnüffeln. Sie hat das Wolf-Journal gefunden. Perfekt, das können wir dann gleich her schenken. Aber ich möchte gleich ein paar mehr Dinge finden, damit wir ein bisschen länger unsere Ruhe vorm Rudel haben. Was machst du denn jetzt? Nein, du plauderst nicht mit irgendjemand Fremden. Du musst coole Dinge finden. Und noch ein Wolf-Journal. Warum denn auch nicht? Und die Kinder müssen bald zur Schule, aber das schaffen sie auch allein. Und Iana hat heute auch wieder Uni, also in 8 Stunden, nein, in 7 Stunden beginnt ihre Vorlesung. Und das Problem ist, wir haben ja die leere Präsentationstafel verloren. Deshalb hoffe ich, dass sich das trotzdem irgendwie ausgeht. Und genau, morgen haben natürlich auch noch Alaska, Danny und die beiden anderen Geburtstag, Regina und Jasper. Genau, so heißen sie. Und jetzt haben wir noch eine Statue gefunden. Das passt perfekt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass alles mit der Uni glatt läuft. Also irgendwie glaube ich, wir werden die eine Lehrveranstaltung schon wieder nicht schaffen. Aber das werden wir sehen. Und dann wird sie gleich mal alles, was sie besitzt, ihnen schenken. Perfekt. Das sollte uns hier nochmal auch ein paar Punkte bringen. Hier steht nämlich, wenn Iana Alpha werden möchte, muss sie mehr tun, als nur die Rudelwerte einzuhalten. Um die Führung zu übernehmen, muss sie den aktuellen Alpha herausfordern. Ist Iana bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen, um in den Genuss der Macht zu gelangen? Oh wow, das wusste ich nicht. Ja, dann hätte ich gesagt, wir probieren das dann gleich mal aus. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, wie stark Iana ist. Und das wäre gut, wenn wir das vorher herausfinden. Ja, und jetzt bekommen wir auch die Benachrichtigung, dass Regina und Jasper morgen Geburtstag haben. Und Iana fühlt sich kokett, warum auch immer.
Wer ist denn? Die sind beide nicht der Boss. Wer ist der Boss? Ach, Christopher Volkov. Doch, er ist ja der Boss. Okay, egal. Auf jeden Fall können wir ihn schon herausfordern. Führung um Alpha-Rang herausfordern. Dazu ist meisterliche Transformation erforderlich. Haben wir das nicht schon gelernt? Ich bin sehr verwirrt gerade. Nein, haben wir nicht. Wird freigeschaltet, wenn dein Werwolf während einer wütenden Raserei keine Sims erschreckt. Okay. Klingt fast so, als müssten wir Iana das nächste Mal einsperren, wenn sie sich in einen Werwolf verwandelt. Einfach nur schön. Und dann hätte ich gesagt, wir reisen einfach gleich mal zur Universität. Dann können wir nämlich hier mit ein paar Sims über das Werwolftum sprechen und dann das auch erfüllen. Dann haben wir nämlich ihr Bestreben auch bald abgeschlossen. Hier ist Brightchester. Ich weiß nicht mal mehr, auf welche Uni sie geht. Ich bin so verwirrt. Ich habe schon viel zu lange nicht mehr aufgenommen. Ich glaube aber, wir sind hier in Foxbury. Reisen wir einfach mal hier hin. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Und hier sind wir. Iana ist noch immer kokett. Wie sollte es anders sein? Wer bist denn du? Alex. Ach, die mag uns wieder nicht. Egal. Wir werden uns einmal bei ihr vorstellen und können wieder nur schnüffeln und vorstellen. Ach, Iana ist einfach nur ein toller Mensch. Ist diese Hundekacke von Yoru? Das sieht man nicht. Okay, ich wette, sie ist von Yoru. Der war ja irgendwie der einzige Hund, der regelmäßig hier war. Ich vermisse Yoru. Okay, dann werden wir jetzt einmal ein wenig mit ihr sprechen. Wir werden einmal über Hip-Hop schwärmen, warum nicht? Dann machen wir einen Witz über Körperbehaarung, werden ihr schmeicheln und ihr einmal den Tag verschönern. Und dann müssten wir normalerweise schon... Genau, Werwolf-Diplomatie. Irgendwie mögen die sich nicht so gern. Wieso haben wir Geld bekommen? Ach ja, Tantiemen, stimmt. Wir haben ja ein Buch geschrieben. Hat das geklappt? Nein. Okay, jetzt. Dann machen wir jetzt einmal Werwolf-Diplomatie. Und gefällt ihr das? Sieht gut aus. Perfekt, dann machen wir das gleiche auch gleich mal bei Junko. Werwolf-Diplomatie. Und dann suchen wir uns noch gleich ein paar Opfer. Wer bist denn du? Lana, die kennen wir auch schon und mögen wir. Ich weiß auch nicht, warum. Dann haben wir hier Kayan. Bei dem können wir uns einmal vorstellen. Perfekt, dann werden wir bei ihm einmal Werwolf-Diplomatie anwenden und dann nochmal bei Lana, weil irgendwie hat das vorhin nicht geklappt. Und dann müssen wir schon auf 11 sein eigentlich. Okay, der Mann ist uns leider davongelaufen, dann stellen wir uns einmal bei Haruka vor. Zum Glück laufen auf der Uni immer so viele unterschiedliche Leute herum. Die ist irgendwie traurig. Aber ist nicht so schlimm. Wir können dich wieder aufheitern, keine Sorge. Sie mag uns nicht, aber das ist uns egal. Wir werden Werwolf-Diplomatie ausführen. Oh, sie ist schwanger. Deshalb können wir sie nicht beißen. Alles klar. Wir haben schon bald Uni, aber ein paar würde ich noch gern vom Werwolf-Dasein überzeugen. Wer bist denn du? Wieso hast du nichts an? Oh, ist das Mike? Das ist doch dieser Mike, oder? Ja, das ist dieser Mike. Unser Ex sozusagen. Mit dem müssen wir nicht unbedingt reden. Wer bist du? Moira Fries. Dann werden wir uns auch bei ihr einmal vorstellen. Okay, Moira ist verschwunden. Und Iana geht jetzt lieber früher zum Kurs. Ist ja auch nicht schlecht. Immerhin muss sie die Uni auch erfolgreich abschließen. Und das sieht ja schon wieder nicht sonderlich gut aus. Und Iana ist fertig mit der Uni. Hier passt alles. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und auch hier haben wir jetzt 11 von 15. Das heißt, wir kommen dem Ende der Challenge wirklich schon sehr, sehr nahe. Und deshalb werden wir jetzt wieder nach Hause reisen und werden den Geburtstag mit den Kleinen feiern. Ich freue mich schon so und ich bin schon so gespannt, was aus unserer Disney-Prinzessin und natürlich auch was aus der bösen Königin wird. Ich bin schon so gespannt und ich freue mich schon so auf diese Challenge, ich kann es euch gar nicht sagen. Und ich vergesse immer, wo wir wohnen, in Willow Creek. Und dann reisen wir jetzt nach Hause. Heute ist übrigens auch Erntefest. Das heißt, wir können wieder mal die ganze Familie einladen und einfach richtig groß den Geburtstag der Kleinen feiern. Und hier sind wir. Okay, Iana muss sich jetzt leider mal um ihre Bedürfnisse kümmern. Ihr geht es nämlich nicht so gut. Dann wird sie mal wild duschen gehen und schlafen gehen. Und oh mein Gott, die Kinder schreien schon wieder alle. Raya, kannst du das übernehmen? Ach, wieso geht es dir dann auch so schlecht? Warum kümmert ihr euch nicht um euch selbst, wenn ich nicht da bin? Und warum schaut es hier so schrecklich aus? In diesem Haus
geht es einfach drunter und drüber. Ich sag's euch. Okay, gut. Du darfst hier ausnahmsweise weiter kochen. Warum kannst du denn jetzt nicht weiter kochen? Setz dir die Hamburger fort und Lilly, dann musst du dich leider um alles kümmern. Oh, sie kümmern sich eh schon um alles. Perfekt. Du wirst mal dieses Baby wickeln. Dann wirst du dieses Baby wickeln. Und ich glaube, sonst schreit momentan gar niemand. Sie haben nämlich gefühlt die ganze Nacht geschrien und es war sehr laut und sehr anstrengend und nicht schön. Um es zusammenzufassen, es war nicht schön. Was macht Julian? Der ist eigentlich unglaublich müde, aber sieht sich hier den Grabstein von Yoru an. Okay, wie wär's, wenn du hier ein bisschen mithilfst und dann wird Lilly noch einen Kuchen machen. Wobei, wir brauchen doch gar keinen Kuchen für die Feier. Und das Erntefest ist auch doch erst morgen. Also das brauchen wir auch nicht. Wo hast du denn die Hamburger hingegeben? Hier. Okay. Raya hat für alle gekocht. Das ist doch wunderschön. Dann werden wir gleich mal eine Party planen. Dann können wir ja sagen, wir feiern das Erntefest voraus oder so irgendwie. Auf jeden Fall werden wir einfach eine Hausparty machen. Gastgeber sind alle, die hier leben. Und einladen werden wir. Ach, Raya kennt doch sicher nicht alle. Sie mag ihren Opa nicht. Warum war das klar? Auf jeden Fall werden wir Jason und der Luna einladen. Und sonst kennt sie niemanden. Ja, ist auch nicht so schlimm. Dann kommen eben nur die beiden. Ist halt nur eine kleine Feier. Ist ja nicht so schlimm. Und wir starten jetzt gleich. Perfekt. Oh, aber das Gute ist, Raya ist eine Party-Löwin. Das heißt, sie freut sich drüber, dass wir eine Party veranstalten. Und dann kann sie mal alle zum Essen rufen. Dann werden unsere Kleinkinder schon gleich mal Geburtstag haben, weil ich dieses Geschrei nicht so gut aushalte. Wir beginnen. Mit wem beginnen wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wer älter war. Ich glaube, Ianas Kinder waren älter, weil da haben wir vorher die Benachrichtigung bekommen. Das heißt, jetzt wird zuerst Alaska älter werden und dann Danny. Genau. Ich bin schon so gespannt, wie die beiden aussehen. Also natürlich bin ich gespannter auf Alaska und Regina, weil wir mit ihnen weiterspielen werden. Aber ich bin auch schon bei den Jungs sehr gespannt. Alaska ist älter geworden. Was wir jetzt aus ihr machen, das ist eine gute Frage. Sie wird ja unser Schneewittchen. Also im Wesentlichen ist sie sehr schön, sehr lieb, sehr klug. Alle lieben sie, eben alle bis auf Regina. Das heißt, vielleicht mache ich sie einfach zur Charmeurin. Ich meine, Engelsgleich würde auch ganz gut passen, aber ich finde für jetzt Charmeurin einfach toll. Und was sie dann als Kind wird und welches Bestreben wir geben müssen, schreibt mir da eure Ideen auch schon sehr, sehr gern in die Kommentare. Da bin ich wirklich auf euch angewiesen, weil ich habe noch keine Ahnung. Okay, du musst jetzt nicht gehen beibringen. Schau lieber, dass auch die anderen Kinder Geburtstag haben. Oh, ich meine, ich sehe nicht zu viele von ihr, aber sie sieht doch unglaublich süß aus. Oh mein Gott, bist du süß. Das ist unser Schneewittchen. Und nun haben wir Danny. Da werde ich das einfach zufällig wählen. Er ist unabhängig. Das finde ich auch toll. Das sind mir die liebsten Kleinkinder. Und als nächstes wird unsere Regina Geburtstag haben. Und dann auch noch unser Jasper. Oh, er ist ja auch unglaublich süß. Oh mein Gott, bist du süß, Danny. Und unsere Regina, die möchte ich definitiv heikel machen. Also sie soll ja ein sehr eifersüchtiger Sim werden und eben immer auf ihre Schwester eifersüchtig sein. Und ich freue mich schon so auf das Gameplay. Das wird einfach absolut toll. Und natürlich hat Regina auch die böse Ader ihrer Mutter geerbt. Die wird sich jetzt vermutlich als Kleinkind noch nicht so zeigen, weil sie ist einfach nur unfassbar süß. Aber wenn sie älter wird, dann wird sie so richtig böse. Das könnt ihr mir glauben. Und dann hat auch noch unser letztes Kind Geburtstag. Das ist auch schon am Schreien. Unser kleiner Jasper. Und auch das werde ich jetzt zufällig wählen. Er ist albern. Sehr, sehr süß. Finde ich einfach nur toll. Und ihr habt es euch vermutlich schon gedacht. Wir starten jetzt gleich mal in den Create a Sim. Danny und Alaska kuscheln. Und Regina weint schon. Einfach nur perfekt. Genauso wie ich mir das erwartet habe. Aber jetzt werden wir ihnen eben ein kleines Umstyling geben und ich bin schon so gespannt, wie sie aussehen. Ich meine, sie sind sicher alle super süß, weil es sind Kleinkinder und die sind immer super süß, aber ich freue mich schon wirklich sehr. Und dann geht es jetzt los.
ich bin fertig. Ich finde alle vier unheimlich süß. Aber beginnen wir gleich mal mit unserer Alaska. Also unsere Alaska ist ja Schneewittchen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle das Kleid im Kopf habt, aber das ist ja so gelb und blau. Und deshalb habe ich mich jetzt auch bei ihren Outfits daran orientiert. Es ist alles natürlich sehr, sehr süß und sehr, sehr niedlich. Immerhin ist sie ein Kleinkind. Das ist anders gar nicht möglich. Aber ich bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt, wie sie aussieht, wenn sie älter wird. Weil sie ist so unglaublich wunderschön. Und ich freue mich schon so, mit ihr weiterzuspielen. Und dann haben wir hier noch das kalte Wetter-Outfit. Gut, dann geht es weiter zu unserem Danny. Das ist ja ihr Bruder. Euch ist sicher aufgefallen, bei den Jungs habe ich eher wenig bis gar nichts geändert, da ich bei ihnen ja noch überhaupt nicht weiß, in welche Richtung sich die Story entwickelt. Also das ist auf jeden Fall mal seine Alltagskleidung. Das die Abendkleidung. Hier haben wir die Nachtwäsche, die Ausgekleidung, Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter-Outfit. Auch er ist einfach unfassbar süß. Und dann haben wir unsere Regina, also unsere böse Königin, die jetzt noch so gar nicht böse aussieht, sondern einfach nur unfassbar niedlich. Bei ihr habe ich übrigens die Haarfarbe geändert. Ich fand es irgendwie passender, wenn auch sie die Haarfarbe ihrer Mutter hat und deshalb ist jetzt auch sie rothaarig. Bei ihr habe ich übrigens geschaut, dass ich eher schwarz und violett nehme, da das die Farben der bösen Königin sind. Was als Kleinkind ehrlich gesagt ziemlich schwer war, also schwarz habe ich ja noch hinbekommen. Aber violett gab es leider nur wirklich selten. Aber wie gesagt, als Kleinkind sieht sie ja hauptsächlich unglaublich süß aus und der böse Charakter, den werden wir dann erst später sehen. Und als letztes haben wir natürlich noch unseren Jasper. Das ist ja der Bruder von Regina. Hier haben wir seine Alltagskleidung, dann die Abendkleidung, die Nachtwäsche, die Ausgekleidung, die Badekleidung, das heiße Wetter-Outfit und das kalte Wetter-Outfit. Und das sind jetzt unsere Vierlinge, unter Anführungszeichen zumindest. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr von ihnen haltet. Schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Auch wenn ihr Ideen für irgendwelche Storylines oder so habt, immer gern ab in die Kommentare damit. Die Party ist hier jetzt ja noch voll im Gange, beziehungsweise, wenn ich richtig sehe, sind die Gäste noch nicht mal gekommen. Aber leider bin ich schon ein wenig im Stress. Das heißt, ich werde den Part an dieser Stelle dann auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!